Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde vom Kebab-Simulator. Heute kümmere ich mich darum, den nächsten Gourmet einladen zu können, die Elena. Müssen wir noch Hotdogs und Burger servieren. Spieße habe ich keinen mehr, deswegen muss ich neue machen, außer den einen hier. Deswegen gehe ich erstmal einkaufen. Zuallererst kümmern wir uns hier ums Fleisch. Das heißt, viermal Hähnchenbrust, viermal Schwanzfett, viermal Leber, damit ich vier Portionen machen kann von allem. So, dann kaufe ich für Tomatensuppe nochmal Butter und Milch ein, dass ich die nochmal machen kann. So, jetzt fehlt nur noch das Gemüse. Zitrone, Zwiebeln, Chili. Dann brauche ich noch Tomaten. Petersilie nehme ich auch noch mit. Das müsste es gewesen sein. Dann habe ich alles da, dann kann ich loslegen. So, dann packe ich hier erstmal das Fleisch aus. So, die Hähnchenbrust ist wichtig. Schwanzfett und Leber ist das nächste. Das heißt, wir machen erstmal die Hähnchenspieße. Hier ist das Gemüse drin. Und der Rest ist für Tomatensuppe. Das heißt, wir machen erstmal Salz drauf. Chili-Pfeffer. Und dann muss ich nur noch die ganze Geschichte klein schneiden und die Zitronenstückchen dazu machen. Und dann habe ich auch schon das Grundgerüst für die, ja, die Knoblauchspieße. So, jetzt nur noch die Zitrone klein schneiden und dann ran an den Spieß. Mehr ist es ja nicht, dann noch das Gemüse machen und gut ist. Ich krieg die Zitrone nicht. Ich leg die mal hier vorne hin. Jetzt krieg ich sie. So. Hähnchen, Zitrone, zack. Zitrone, Hähnchen, zack. Zitrone, Hähnchen. Zitrone, Hähnchen. So. Ich spieße hier ran. Kohle rein. Anzünder rein. Und dann geht's schon los. Dann kann ich die Spieße schon draufhauen. Mach dann das Gemüse noch. Und dann ist es relativ schnell fertig. Oh, der Grill ist ganz schön laut. Der große neue Grill. Einmal runter, runter, runter und runter. Jetzt habe ich hier aus Versehen eine Zitrone weggenommen. Die sitzt hier dran. So. Passt wieder. Komisch. Ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich das hier drüben lasse. Hau die Zwiebeln drauf. Chilis mit dazu. Aber hier habe ich wesentlich mehr Platz. Drüben ist dann wirklich nur für die Spieße. Ach, Tomate kommt da drauf. Kacke. Tomate. Sind das die mit den Tomaten? Ist aber nicht so wild. Ich habe ja alles da. Zack, habe ich das schon mal da. Jetzt habe ich noch die Tomaten drauf. Kann ich eigentlich auch den Rest hier schon mit drauf packen. Dann ist es einmal fertig und ich muss nur noch zusammenstellen. Dann mache ich die Zwiebeln und die Tomaten klein. Und dann ist es auch schon angerichtet. Ich glaube, dazu muss ich dann noch Petersilie machen. Ich gucke gleich nochmal. Ich mache erstmal alles klein, dass ich dann die Spieße schon vorbereitet habe. Hoppala. Zack, zack, zack. Und jetzt muss ich noch mal gucken. Petersilie muss drauf. Okay.
dass ich das nicht diesmal wieder vergesse. Mache ich das direkt drauf. Zack. Und dann kann das hier erstmal mit in den Kühlschrank. Dann kann ich mich um die nächsten Spieße kümmern. Die Leberspieße. So, dann würze ich erstmal die Leber. Die sind ja beim letzten Mal richtig gut weggegangen. Deswegen habe ich da gar keine mehr da. So, Chili-Pfeffer. Deshalb muss ich hier jetzt nochmal eine ganze Ladung machen. Aber ist gar kein Problem. Ich bin ja schon geübt in Essen kochen. Zumindest in dem Spiel. Oder in Dragon Ball. Da wird auch gefressen wie verrückt. So, jetzt machen wir das Schwanzfett klein und dann geht's ab auf die Spieße. Dadurch, dass ich das Gemüse schon gebraten habe, muss ich mir hier gar keine Gedanken drüber machen und kann ganz entspannt nur die Spieße braten. Spieße drauf. Ja, ganz wichtig, bevor jetzt der Ofen wieder ausgeht, der Grill meine ich, dass dann hier einfach schon alles durchgebraten ist. Weil mehr werde ich jetzt nicht machen, wir wollen ja den Gourmet anlocken. Und da muss ich ja sowieso Burger und Hotdogs eigentlich nur verkaufen. Ich mache dann nur noch die Tomatensuppe. Das ist das Einzige, was ich noch dazu mache. Und der Rest bleibt, wie er ist. So, 1, 2, 3. Pack ich einfach hier mal drauf. 4. Und dann kann ich die Spieße wieder dranhängen. Jetzt nur noch mal die Zwiebeln klein schneiden. Und dann sollte es das schon gewesen sein. Ich gucke nur noch mal, ob hier auch noch mal Petersilie drauf kam. Weil irgendwie hatte ich es ja beim letzten Mal vergessen. Und das will ich nicht noch mal. Wenn das dann schon vorbereitet ist. So, wir gucken mal. Spieß ablösen, auf Teller übertragen. Grüne Chili, Tomate, Zwiebel. Hä? Hähnchenbrust, Salz. Chili, Pfeffer, Zitrone. Zwiebel, grüne Chili, Petersilie. Hier kommt die Tomate drauf. Auf die. Aber ist ja kein Problem, die kann ich einfach noch runternehmen. Ich habe ja noch nicht serviert. Okay, dann ist das auch schon mal fertig. Das heißt, ich kann hier Nummer 1 schon mal warm machen. Speisekarte vorbereiten. Wir machen Burger, Zitronen, Knoblauch, das, Leberspieße, Hotdog. Super. Und das war's. Super, mach ich gleich nochmal eine Ladung. Das sind die Leberspieße. Leberspieße. Rein. Perfekt. Hotdog habe ich nicht gewürzt, wie es aussieht. So, die Herzkekse kann ich auch gleich mit drauf packen. Die tue ich in die Ecke. Jetzt brauche ich nur noch die Suppe. Okay, die ist alle perfekt. Und dann kann ich gleich noch eine neue machen. Tomatensuppe. Hamburger und die Zitronen-Knoblauchspieße. Nebenbei kann ich hier schon ganz entspannt die Suppe machen. So, Zitronen-Knoblauchspieße. Perfekt. Und jetzt fehlt nur noch der Hamburger. Nehme ich den von hier unten. Da ist er weg. So, Butter und Milch. Zweimal Tomate anmachen, fertig.
Dann serviere ich nur noch den Hamburger und dann ist schon Schluss. Dann habe ich schon alles da. Und jetzt muss ich nur noch darauf warten, dass ich genug verkauft habe, um den Gourmet einzuladen. Das heißt, ich mache schnell auf und dann geht's los. Oh, da warten sie alle. Das ist sogar schon eine Doppelschlange, so viele wollen hier rein. So, muss ich noch irgendwas aufräumen. Ich gucke nochmal, hier ist noch ein Teller. Den packe ich weg. Level 43. Dann warte ich nur noch ab. Der hat aber ganz... Das sieht so roh aus, obwohl ich es schon gebraten habe. Wahrscheinlich, wenn es den Spielstand neu geladen hat, dann sieht das einfach so aus. Herzkekse, jawohl. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass die hoffentlich Burger und Hotdog sich kaufen. Leberspieße schon alle. Vielleicht mache ich am nächsten Tag einfach nur Burger und Hotdog. Wenn die hier den ganzen anderen Kram lieber essen. Ich muss Hotdogs und Burger verkaufen, damit ich den Gourmet einladen kann. Das ist ja gerade das Ding. Leberspieße wieder da. Gönnt ihr? Jawohl, Hotdog. So muss es sein. Okay, Herzkekse kann ich den nächsten schon holen. Da habe ich auch nicht mehr so viele da. Das ist gar nicht schlimm. Jawohl, der nächste Hotdog. Wir müssen wirklich mal ein bisschen mehr von den Sachen holen. Oh, 44, das ging ja übel schnell, das Level ab. Jawohl, nächster Hotdog. Hotdog sogar alle. Wo ist die Wurst? Die ist einfach runtergefallen. Die sind wirklich viel verrückt nach diesen Leberspießen. Leberspieße sind wieder da. Herzkekse. Habe ich auch nur noch zwei Portionen. Also richtig gut. Es gibt mega viel Kohle, mega viel Erfahrungspunkte und da schalte ich ja auch noch neue Gerichte frei. So, was hast du alle gemacht? Den Burger. Das ist super. Der Burger muss auch verkauft werden. Stehen immer noch viele Leute draußen. Das ist krass. Ich habe schon so viele Teller wieder eingeräumt. Nächstes Level ab schon wieder. Es geht wirklich verdammt schnell. Oh, die letzte Ladung. Danach ist Schluss. Mehr habe ich dann nicht. Und mehr mache ich auch nicht. Ich mache es mal warm, aber wenn du die einzige Person bist, die Hähnchenspieße will, dann hast du einfach Pech. Eine Vierergruppe. Hotdog. Leberspieße. Leberspieße. Und Hähnchenspieße. Okay. 47. Dann mache ich jetzt die Hähnchenspieße drauf. Aber Zitronenblut braucht. Und dann muss ich für die zwei Leute jetzt nur noch die letzten Leberspieße machen. Aber für zwei Leute mache ich das schon. Ist das nur du? Nur der eine? Ja, komm, ich mache es einfach für ihn. Hier, dein eine Leberspieße. Hier hinten habe ich Müll gesehen. Da ist der Mülleimer. Müsste auch der letzte jetzt sein. Ja, ich habe einen goldenen Broiler. Den habe ich mir verdient, da hinten. So, ich gehe mal rum wegen Dreck. Aber sieht gut aus. Guck mal, was noch so an Bestand da ist. Und ansonsten mache ich morgen nur Burger und Hotdog. So, ich guck mal. Hotdogs sind noch fünfmal da. Burger sind noch viermal da. Hähnchenspieße 2, der Rest ist alle. Keine Kekse mehr, keine Leberspieße. Obwohl ich die gerade erst gemacht habe. Ich guck mal, was da unser Gourmet
sagt, wir brauchen noch, ja, die haben wir genug. Fehlt nur noch Hotdog und Burger. Das heißt, ich mache morgen nur Hotdog und Burger, damit ich die einfach voll kriege und die fürs nächste Mal einladen kann. Ab nach Hause. So, das heißt, ich mache heute einen ganz entspannten Tag, indem ich nur Burger, Hotdog. Also ich kann eigentlich die Hinterspieße mitnehmen und die Suppe. Aber da habe ich zwei Gerichte weniger. Die Herzkekse sind weg. Die fallen einfach weg. Und die Leberspieße sind auch nicht da. Dann nehme ich hier unten das Hotdog. Warum kommt die Wurst immer nicht mit? Das ist verrückt. Hotdog drauf. Rein damit. Unnötige Zutat. Eine Zitrone mehr. Egal. 20 bis 26 Sekunden. Ich mache auf. Das sollte ja vollkommen ausreichen, um dann meine Burger und Hotdogs zu verkaufen, die ich brauche, um den Gourmet einladen zu können. Jawohl. Es gibt ja auch nicht so viel Auswahl. Da müssen Sie sehen, was es gibt. Ah, es kommen ein paar Leute weniger. Da ist auch nicht der Ansturm so groß. Da können wir ganz entspannt bleiben. Mal so ein bisschen beobachten, was alle geht. Jawohl, der nächste Hotdog. Da muss ich aufpassen, da muss ich die Wurst wieder mitnehmen. Ich weiß nicht, warum die nicht mitkommt. Die zählt wahrscheinlich einfach nicht auf die, als auf dem Teller, sondern in diesen Brötchen und dann schwebt die so in der Luft. Macht gerade frische Portionen. Level 48. Also ich habe auch so schon neue Gerichte freigeschalten, ohne den Gourmet. Gucke ich mir dann auch mal an. Aber das ist natürlich die nächste Ruhe. Dreimal Hotdog, da ist gleich wieder alle. Hotdog ist jetzt auch alle. Eine Gruppe. Eine Dreiergruppe. Super Burger und Hotdog. Ich bin dabei. So, Burger schnell rein. Hotdog, komm her. Komm her, du Wurst. Ja, gönn dir doch den Burger. Was machst du denn? Der ist direkt vor dir. Oh shit. Das wird eng. Speed! Haut doch rein! Er nimmt es einfach nicht. Jetzt nimmt er's. Holy shit. Das war knapp. Jawohl! Gourmet ist verfügbar. Sehr schön. Das heißt, am Ende des Tages kann ich ihn dann gleich einladen. Okay, das sind seine Schuhe. Ich dachte, es wäre ein Müllsack. Okay, die nehmen anscheinend immer unterschiedliche Gerichte. So sieht es zumindest aus. Double Burger, okay, dann lohnt sich's. Bei Double Burger lohnt sich's. Ich frage mich halt nur, was dann die Elena haben möchte. Das ist eben so die Frage. Ich könnte jetzt neue Gerichte machen fürs nächste Mal. Weil ich habe ja eh nichts mehr da. Das wäre im Bereich des Möglichen. Aber ich werde sie auf jeden Fall für den nächsten Tag schon mal einladen. Ich werde morgen da sein. Aber was genau sie möchte, das erfahren wir beim nächsten Mal. So, alles zu, alles schick. Ab in die Kiste. So, dann war es doch ein erfolgreicher Tag. 64.000 Dönergeld habe ich jetzt schon. Fast Level 50. Das heißt, beim nächsten Mal gibt es den Gourmet. Das war's für heute mit dem Kebab-Simulator. Schaut doch gerne bei den anderen Kebab-Videos vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.